Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 7. September. Mein Name ist Carlos Martins. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir haben auf der rechten Seite den Chart mit der Big Number. Wir haben aber heute ein Trade von gestern. Das war der 6.9. Dort haben wir den Trade gestoppt. Das heißt, dieser Trade, den wir heute machen, ist dann praktisch der Trade, der dann auch wieder zählt. Wir haben also den angefangen, der wollte nicht. Gestern war ja Feiertag. Wir haben mit geringem Risiko gestartet. So, jetzt sind wir hier im vierten Trade und wir wollen den Trade, wenn alles klappt, mit einer Volabox auflösen. Und die Volabox kommt heute rein bei 15.915 zu 15.900. So, das wird unser Trade sein. Das heißt, ich werde mich auch jetzt hier nicht vorher in eine Big Number begeben, sondern wir werden den Fokus draufsetzen auf unseren Volatile Trade um 9 Uhr. Okay, deswegen starten wir direkt mit dem Überblick der Märkte und fangen an mit Ethereum. 3.913 aktuell auf Daily Basis Long, auf 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short. 15 Short und 5 Minuten auch Short. Also hier haben wir leichte Erholungstendenzen. Nächster Markt in dem Bereich ist Bitcoin. Bitcoin bei 52.000. Wir sehen das All-Time-High. Im Bitcoin lag dort oben und wir nähern uns der Situation. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long 30, Long 15, Long und 5 Minuten Short. Okay, gehen wir weiter nach oben. Wen haben wir als nächstes? Der Dow Jones. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Also so ein bisschen unentschieden. Aber Tendenz natürlich weiter long. S&P 500 sehen wir dort oben. Das All-Time-High, die Spitze des Gipfels. 4 Stunden sind wir long. Stunde sind wir long. 30 long. 15 short um 5 auch short. Kommen wir zur Technologiebörse. Daily, da sehen wir All-Time-High. Da oben ist der Gipfel. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 auch Long. Öl, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 auch Long. Kommen wir zu Gold. Daily Long, 4 Stunden Long und da sehen wir hier sehr schön auf 4 Stunden, wo er hängt. Da muss er rüber. Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Und als allerletzten in der Rubrik Wettervorhersage ist der DAX. Hier oben 16.025, Stunde Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Uhr, wir haben also ein bisschen Zeit bis zu unserem Eröffnungstrade. So, 8.59 Uhr, in 33 Sekunden geht es los und wir legen den Fokus jetzt auf diesen Bereich hier, denn gleich kommt die Volabox rein. 18 Sekunden noch, dann geht's los. Und los geht's. Schloss raus.
Ja, und wir sind short im Markt, ein bisschen spät, aber weil wir auch direkt die Vola-Box erreichen müssen. Also, wir sind jetzt im fünften Trade, das ist unser Eröffnungstrade. Die blaue Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Und das ist die Fortsetzung unseres Trades von gestern. Den Trade haben wir gestoppt und bin wirklich ein Tickchen spät rein. Jetzt wollen wir sehen, dass der Kurs sich hier rausbewegt. Eigentlich normalerweise wären wir hier draußen bei 15,9. Jetzt sind wir schon bei 92. Wir brauchen also ein paar Punkte hier. So, nach wie vor 9:03 Uhr. Wir sind jetzt im fünften Trade. Fortsetzung von gestern. Interessante Zielmarken hier einmal hier oben. Von hier aus wären es dann 27 Punkte, wenn der Markt nach oben läuft. Nach unten heraus haben wir 15.750 hier, den Bereich. So, wir sind jetzt long im sechsten Trade. So, wir gehen Richtung Landeanflug. Gestrichelte Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. So, 22 erreicht. Jetzt müssen hier Käufer reinkommen auf dem Niveau. Wir sind auch hier. Gestrichelte Linie zeichnet unser Gewinnziel an. Noch haben wir es nicht erreicht.
Ja, habe ich auch gehört. Markets.com, Günther. So, unser Trade ist jetzt in den Gewinn. Wir wollen noch ein bisschen oben drauf haben für unsere Zeit. Gucken wir mal, 25. Jetzt sind viele, die hier oben aussteigen. Einundzwanzig gehandelt. Gucken, ob er den Plop jetzt nach oben macht. Jetzt sind sehr viele Orders da oben. So, der Markt stellt uns hier nochmal eine neue Herausforderung. Aber mal gucken, ob wir unter den Daily Pivot gehen. Also, wir haben hier oben die gestrichelte Linie. Da ist unser Gewinnziel. Aktuell sind wir direkt bei der Big Number. In die Verlängerung. Also es ist 9:46 Uhr und wir befinden uns bei der 15.900er Marke. Der Kurs fühlt sich, und wir kennen das Spiel bei der Big Number, sehr, sehr wohl aktuell. 9:58 Uhr und wir sind immer noch im Trade. Also Trade in den Gewinn gebracht.